So, das sind beides Kreuzhebervarianten, also Deadlifts. Dead in dieser Hinsicht, wir haben zwar keine Hantel, aber das Band liegt auf dem Boden. Wir greifen sozusagen, als hätten wir zwei Griffe, links und rechts von unseren Füßen das Band. Und entweder ziehen wir aus der Hüfte, ja, das bedeutet, das ist sehr, sehr hüftdominant. Wir wollen die hintere Kette, unteren Rücken treffen, also Oberschenkelrückseite, Gesäß, mehr unter Rücken und schön oben halten. Dann natürlich treffen wir auch den Rücken. Oder wir konzentrieren uns mehr auf die Oberschenkelvorderseite und beugen die Knie, also mehr kniedominant. Das war die zweite Variation. Und so könnt ihr halt mal wählen, entweder die erste, mehr nach hinten, normales Kreuzheben, oder eben mehr auf die Oberschenkel, die zweite Variante.